Flasche frisch. Wunderbar. Heute ein kurzer Beitrag. Und zwar von diesem Teil hier. Ich bin gerade unterwegs, aber ich habe noch schnell ein Backen gemacht. Und zwar schöne Bushcraft-Jacken. Aber ich müsste mir abtrocknen oder noch mal kurz einige und mal schauen, was richtig geil ist. Und dann fahren wir weiter aus und schauen wir uns die Jacken an. Also, bis nachher. Ja. So, jetzt sind wir da. Ich habe meinen Tee dabei. Und zwar einen Fichtennadel-Ingwer-Zitronentee, wie immer, den habe ich daheim gemacht. Den mache ich derzeit meiner Tochter auch schon an der Schule. Das ist richtig Vitamine pur. Ja, so nebenbei jetzt bloß gesagt. Ja, ihr seht, ich bin ziemlich warm angezogen jetzt. Ich muss mich jetzt aufwärmen ein bisschen vom Eisbaden. Eisbaden ist ja nicht, wir haben 8 Grad Temperatur im Wasser, so 8, 9. Das ist, ja, ist noch okay. Also interessant wird es dann auch ab 1, 2 Grad. Ja, aber warum wir halt unterwegs sind, warum ich jetzt dieses Waldgebiet noch schnell gefahren bin, ich mag sowieso noch ein bisschen raus. Ich brauche noch ein bisschen Mutter Natur. Jetzt einfach einen kleinen Spaziergang und ein bisschen runterkommen. Ihr seht es, einfach ein bisschen Eisbahn, was für den Körper da, dann für den Geist ein bisschen was machen. Das ist perfekt. Und dann habe ich für euch diese schöne Jacke dabei. Die schauen wir uns jetzt ganz kurz einmal an. Ja, es ist so stark schön hier draußen. Seht ihr das? Traumhaft. Ja, aber es labert nicht viel. Und zwar geht es jetzt um diese Jacke hier, um die Pinewood Hams. Oder Hemse, je nachdem, wenn man es ausspricht. Aber ich glaube, Hems spricht man es aus. Und diese Jacke ist ziemlich dreckig. Diese Jacke ist ein Bushcraft-Klassiker. Ich will es jetzt gleich zeigen, dass ihr es seht. Und habe schon echt wahnsinnig viele Anfragen gekriegt wegen dieser Jacke. Ich habe diese Jacke über 7 Jahre jetzt mittlerweile. Und immer sehr oft an. Gerade zur kalten Jahreszeit. Und das werde ich erst ein bisschen genauer erklären, was die Jacke jetzt wirklich kann und was nicht. Und was ich da verhalte, mein Fazit. Kann man schon ein bisschen was sagen dazu. Ich habe die Jacken teilweise 12 Tage am Stück angehört, teilweise in der Nacht, wie ich unterwegs war. Und da kann ich echt ein bisschen was sagen dazu. Wer Interesse hat an dieser Jacke, sehr schwer zu bekommen, weil es einfach schon alt ist. Aber ein Tipp, schaut in die Angelgeschäfte und Jagdgeschäfte im Internet. Ich verlinke euch das Ganze unten. Da könnt ihr bei Amazon einmal nachschauen, da ist derzeit nicht verfügbar. Und da könnt ihr euch die Daten rausholen und dann schaut selber ein bisschen. Ich habe meine in Rumänien damals gekauft, weil damals war es auch schon sehr schwer zu bekommen, weil es einfach eine richtig geile, klassische Bushcraft-Jagdjacke ist. Vorweg habe ich noch schnell was zum Song jetzt, wer die Jacke sucht. Es gibt zwei verschiedene, es gibt eine, beziehungsweise drei. Es gibt noch eine längere, aber das ist die Hems und zwar der Anorak. Das ist eine Schlupfjacke, wie ihr seht. Sie hat bloß hier oben einen Reißverschluss und hier an der Seite. Das zeige ich euch jetzt gleich. Und es gibt der Hams Light. Der Light ist bloß ein Anorak, so wie die Woodman von Helikontex, ein bisschen zum drüber zeigen. Und die ist innen ein bisschen mehr gefüttert und hat Wasser, also eine Wassersäule von 10.000 und hat Membrane drin. Das hat die Light nicht. Schauen sie sehr ähnlich. Nur, dass ihr es wisst, wenn ihr diese Jacke sucht, auf was schauen wir, ihr auf jeden Fall zu der mit Membrane tendieren, weil es einfach wasserdichter ist. Aber da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zurück. Ich zeige es einmal kurz an und dann werde ich ein bisschen was erzählen drüber. Ja, ich versuche immer die Videos kurz zu halten, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Ich kann da so viel erzählen drüber. Ja, ihr seht hier, die Jacke hat also ein Airnetz drin, schön gemustert. Das hat zum Beispiel die Light nicht, da könnt ihr es auch daran erkennen. Und es ist eine Schlupfjacke, wie gesagt. Also, man macht hier diesen Seitenreißverschluss auf. Das ist ganz praktisch, weil sonst tut man sie recht hart, dass man reinkommt. Und ihr seht, ich habe jetzt hier ein T-Shirt an. Ich habe eine dünne Jacke von Decathlon an. Und ich habe den Wolfhound, genau, von Helikontex an. Weil ich jetzt mich ein bisschen aufwärmen möchte. Oder ich bin nicht einfach nur ein Weichei. Weiß man nicht genau. Schaut her, da kennt man die Jacke rein. Wieder oben aufmachen. Da. Das sollte man eigentlich davor aufmachen, den Reifverschluss. Mützen aufsetzen. So. Und ihr seht, man kommt wunderbar noch drüber, über diese drei Schichten quasi.
Aber ja, jetzt muss ich mir es noch ein bisschen ausrichten. So, jetzt habe ich es angezogen, habe kurz ausgeschaltet, weil es ein bisschen dauert, bis die ganzen Kapuzen hier raus da. Ihr wisst ja hier drei Kapuzen quasi. Und ihr habt gesehen, was ich alles anhabe. So schaut das dann aus hier. Und ich habe es jetzt noch nicht zu. Hier ist der Reißverschluss. Dann machen wir die Jacke zu. Das ist cool. Und sie ist relativ kurz geschnitten. Das ist übrigens Größe M. Also ihr seht, das ist zum Drüberziehen quasi. Also die haben mehrere Bekleidungsschichten drunter jetzt. Jetzt habe ich eigentlich 1, 2, 3, 4 Bekleidungsschichten an. Ist aber auch für Temperatur wie jetzt ganz angenehm. Also okay, zum Wandern mit großem Gepäck möchte ich jetzt nicht damit gehen, weil ich schwitze. Aber so ist es jetzt angenehm, ein bisschen zum Rumgehen. Und so schaut die Jacke aus. Das ist übrigens High Air. Nennen Sie das, ist mir gerade eingefallen, das ist Mesh da drunter. Können wir uns mal ganz kurz noch eine Nahaufnahme anschauen. Das ist ein Sekt. So schaut das da drin aus, hat so kleine Löcher. Und drunter ist eine Membranschicht. Das Ganze ist 100% Polyester. Da will ich gleich ein bisschen was sagen dazu. Ja, 100% Polyester ist die Jacke. Die ist hier im Ärmelbereich, sagt ihr das, verstärkt. Wer Pinewood kennt, diese Marke, die sind eigentlich für die Jagd, für die Elchjagd und so gedacht. Diese Jacken sind wahnsinnig leise. Man hört fast nichts. Das ist echt cool. Also das macht die wirklich, wirklich gut. Die Jacke, auch die Reißverschlüsse. Ich sage jetzt noch ein bisschen was dazu. Ich stelle mich jetzt so her, dann seht ihr mir besser. Und zwar hat die vorne, was ich sehr gut finde, eine Kängurutasche. Eine Kängurutasche bedeutet, man kann durchgreifen. Das wisst ihr ja, die ist sehr gut. Innen ist auch noch mit so einem Stoff benäht quasi. Und sie ist wirklich sehr großzügig, das Ganze. Ihr seht sie. Und das finde ich sehr gut. Es sind da überall wasserdichte Reißverschlüsse dran. Und die Jacke, also die Kängurutasche ist aufgeteilt vorne mit einem Deckel. Da kann man aufmachen. Da kann man hier nochmal in eine Tasche eingreifen. Das habe ich jetzt nicht mit dieser verbunden quasi, sondern das sind zwei separate Taschen. Seht ihr das? Das ist richtig geil. Da kann man sich wirklich sein Handy und was man braucht, ein bisschen Werkzeug einlegen. Die ist ungefähr so groß jetzt hier. Also passt schon ein bisschen was rein. Und auch hier Reißverschluss und mit Druckknopf zum Verschließen das Ganze. Das finde ich richtig, richtig cool. Jetzt geht es noch weiter zu den anderen Taschen und dann schauen wir uns Kapuzen an. Da ist auch noch was ganz was Besonderes bei der. Ja, dann geht es weiter mit den Taschenanordnungen. Ich stelle mir so, dass ihr da was seht. Das Licht ist halt ein bisschen schlecht, weil es so bewölkt ist. Und zwar hat hier oben noch Taschen. So, das sind Brusttaschen, kann man sagen, ja, die sind ziemlich weit oben angeordnet und haben hier diesen Klettverschluss. Der ist dafür da, wenn man jetzt ein Funkgerät tragt, dass man da seine Antenne reintragen kann oder sein Funkkabel, je nachdem. Und dann ist das sauber verstaut und schluckt nicht lang rum. Kann man ganz gut brauchen bei der Jagd oder auch im Beruflichen, wie es bei mir war. Ja, genau. Die zwei Taschen hier oben. Und hier hat es auch noch eine Tasche, die ist aber da auf der Seite, auf der rechten nicht, sondern nur auf der linken. Da ist noch mal ein bisschen ein Band drin. Das hat zum Beispiel auch die Light nicht. Das ist jetzt gerade für die Jagd. Oder wenn man unterwegs ist und kommt zufällig, kann blöd laufen in der Treibjagd rein. Oder sind für Jäger unterwegs, dann kann man sich das rum da. Das ist auch reflektierend, das Ganze. Also das ist sehr, sehr gut. Gerade wir Bushcrafter sind ja sehr gedeckten Farben unterwegs. Das hat nicht den Hintergrund, dass wir uns verstecken wollen, sondern wir wollen uns der Natur anpassen. Und da ist das eigentlich eine sinnvolle Sache, dass das da drinnen ist. Diese Armbinde, man kann es rauf da, wenn man das Gefühl hat, dass man gesehen werden möchte. Habe ich es noch nie hergenommen, aber ich dachte es ja nehmen, wenn jetzt hier auf einmal Schüsse fallen und so, dann würde ich mich schon bemerkbar machen und das auch noch mit dran nehmen. Ja, hier oben in dieser Tasche, da kommen wir jetzt gleich dazu, jetzt noch schnell die Kapuze und das ist auch in Verbindung mit dieser Tasche, was das zeige ich euch jetzt hier und man kann auch noch das zeigen hier, also sie hat hier Glätt, der hält immer noch, nach den ganzen Jahren mit Bündchen, also ist auch relativ gut, da habe ich ja von Helikontext schlechte Erfahrungen gemacht, da geht er immer kaputt
Und da ist der wirklich gut. Also auch das Material ist übrigens moosgrün. Also ist eine sehr, sehr, sehr schöne Farbe. Sehr schönes Oliv. Gefällt mir extrem gut. Und ist großzügig geschnitten. Und das Material hat hier zum Beispiel ja, ganz kleine Brandlöcher. Die habe ich überall. Aber das ist bei mir normal, weil ich sehr viel draußen unterwegs bin und sehr viel Feuer mache. Auch hier sind kleine Löcher drin. Und sonst, von den Nähten her geht da gar nichts auf. Reißverschlüsse funktionieren einwandfrei. Und die Nässe, sage ich euch dann, wie die Membrane funktionieren. Zum Schluss zum Fazit, das schauen wir uns noch kurz die Kapuzen an, weil das ist auch sehr besonders. Und dann das Fazit, dann sind wir durch. Ja, die Yang hat eine riesengroße Kapuze, das zeige ich euch jetzt gleich, und hat vorne diesen Reißverschluss. Ich hoffe, dass ich nicht zugreife mit den ganzen Jacken drunter. Da kann man hier wirklich schön weit rauf zumachen. Seht ihr das? Jetzt ist es ein bisschen eng, weil natürlich die ganzen Jacken drunter. Aha. Aber zumindest ist immer schön warm. Also das kann man machen. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut, dass die wirklich schön rauf geht. Bis daher, man kann zumachen und hat eine riesengroße Kapuze. Jetzt habe ich die anderen Kapuzen da hinten noch drin. Seht ihr das? Und die ist drüber. Man kann jetzt hier den Schirm nach vorn legen. Schaut ein bisschen komisch aus, aber das hat Sinn und Zweck. Das zeige ich euch jetzt gleich. Man kann das Ganze auch nach hinten klappen und hat hier einen kleinen separaten Schirm. Somit ist das Sichtfeld nicht so beeinträchtigt, weil wenn ich so rumlaufe, das natürlich schaut wüst aus. Also das ist brutal. Aber es hat den Hintergrund, weil in dieser Kapuze ist ein Moskitonetz mit eingebaut. Das zeige ich euch jetzt. Das ist nämlich hier in dieser Brusttasche hier drin. Das ist dieses kleine Netz hier. Und das schauen wir uns jetzt ganz kurz einmal an. So, hier haben wir dieses Netz. Ich finde das richtig genial. Also das darf man zum Beispiel auch von der Woodsman. Woodsman heißt es von Helikontex wünschen. Und zwar ist hier dieser Knopf, habt ihr schon gesehen, dieser Druckknopf, man klickt das drauf und man geht hier drunter, sind zwei Reißverschlüsse. Die machen wir jetzt einmal da rein. Nummer 1. Sagt, das funktioniert ja ganz vernünftig, das Ganze. Das sind zwar sehr kleine Reißverschlüsse. Ich habe so kalte Finger jetzt. Aber es funktioniert. Und jetzt schaut's her. So, und jetzt versteht ihr das Prinzip. Und das ist echt, echt sinnvoll. Nicht nur in Schweden oder Norwegen, sondern auch in unseren heimischen Wäldern mittlerweile ist das echt teilweise wirklich von Vorteil. Vor allem, wenn man gar nichts dabei hat und muss in der Jacke schlafen, kann man ja so irgendwo an einem Baum dran legen und schlafen. Man hat die ganzen scheiß Mücken nicht und dieser Stoff, da sticht er gar nicht durch. Also das ist mega sensationell, schon fast. Man sagt, es geht ja relativ schnell, man muss die Jacke nicht ausziehen dazu. Zack, runter, fertig. Deswegen hat das Teil so eine riesengroße Kapuze, dass das nicht komplett am Gesicht drauf liegt, sondern wirklich schön weg ist vom Gesicht. Finde ich extrem sinnvoll. Natürlich hat die Kapuze auch hier so Sachen zum Zuziehen. Man kann es zuziehen, wenn es windig ist oder stark regnet. Man kann diese Jacke auch unten am Bund zuziehen, dass man es wirklich schön zumachen kann. Und ja, das kann ich jetzt einmal sagen dazu. Und ich will euch jetzt da mein Fazit sagen, wie sie sich die ganzen Jahre geschlagen hat, weil ich habe sie wirklich schon sehr oft angehört, gerade die Wintermonate und so. Und das sage ich euch jetzt. Bäume umarmen, das ist auch was Schönes, wirklich. Könnt ihr mich für verrückt erklären oder nicht, aber ich tue es immer. Also, jetzt ziehen wir es einmal aus, dass das sechs Reißverschluss der Seite wieder auf. Das Ganze runter. Und somit ist man wieder draußen von der Jacke. Jetzt zeige ich es dann aus, sonst müssen wir auch zubauen jetzt langsam. So, so schaut das aus da drunter. Ja, diese Jacke. Also, ich habe die wirklich schon sehr oft abgeholt, habe ein Problem gehabt, es war in Norwegen. Da war die Jacke so nass, die ganzen Tage, wo ich es angehört habe. Ich habe es dann kaum mehr runtergebracht und war also durchgefroren schon.
und habe hier zum Beispiel am Ärmel unten der Achsel quasi das aufgerissen. Aber da habe ich sehr gewaltvoll gearbeitet, wollte unbedingt raus irgendwie. Ihr kennt das, wenn man nicht rauskommt. Und dann ist hier aufgerissen. Aber das ist wirklich meine Schuld gewesen. Also das kann ich der Jacke nicht zumuten. Und das ist überhaupt kein Problem, da ist nur die Naht aufgegangen, muss man wieder nähen. Ansonsten ist alles hier, wie es sein sollte. Also alles optimal. Und der Stoff ist mega, mega robust. Also das ist wirklich sehr robust. Auch die Reißverschlüsse, man sieht hier schon Abnutzungserscheinungen für den Auf- und Zumacher. Da ist diese Gummilasche drüber genäht. Aber es ist wirklich top. Also auch Funkenflug hält sehr gut stand. Da kann man nichts sagen. Es sind ein paar kleine Löcher drin, aber die sind nicht durch, aber die sind nur in der Oberfläche. Es ist wirklich ein sehr dünn gewebter Stoff, der sehr einen Wind abhält. Also das kann die Jacke sehr, sehr gut einen Wind abhalten. Hier sehe ich es zum Beispiel hier in der Kapuze, habe ich ein richtiges Loch. Also das ist richtig durch. Aber wie gesagt, meine Sachen schauen alle so aus. Das ist normal. Aber trotzdem, perfekt. Zu der Wassersäule von 10.000 noch schnell ein paar Worte. Also da muss ich sagen, die Jacke am Anfang war es relativ. Die ist, glaube ich, Teflon beschichtet gewesen, wie ich es gekriegt habe. Und habe es dann gar nicht mehr nur gewaschen, hin und wieder in der Waschmaschine. Habe es nicht imprägniert, gar nichts. Und es ist mit der Zeit so geworden, dass nicht mehr 100% wasserdicht ist. Also kann es auch, dass die mit der Brandschicht kaputt geworden ist. Aber trotzdem, sie hält es noch sehr, sehr gut ab. Ich würde es jetzt einmal waschen und dann waschimprägnieren. Dann ist zum Beispiel im Schneefall heraus, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, überhaupt kein Problem. Also es muss wirklich stark regnen, dass da wirklich nass durchgeht. Das hält es wirklich noch sehr gut stand. Aber ich habe Jacken gehabt, die haben länger die Wassersäule standgehalten wie die. Aber es ist jetzt auch keine reine Regenjacke, sondern eine Jacke für 100, 120 Euro. Aber die ist jeden Cent wert. Das ist mein Fazit dazu. Sonst kann ich von der Jacke gar nichts sagen. Sie hält wirklich schön warm drüber. Wenn man zum Beispiel so ein Wulfan da hat und die drüber, perfekt, ist man sehr gut geschützt. Eine lange Unterwäsche nach dem Winter, das reicht voll aus. Da kann man bei 5 Grad minus rausgehen. Mega perfekte Bushcraft-Jacken. Oder auch für unsere Jäger unter uns. Kann es euch nur empfehlen, gerade für Jäger, leise. Oder ist ein Pinewood sowieso bekannt dafür. Das war es eigentlich schon, was ich sagen kann drüber. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentarfunktion und wünsche euch viel Glück, dass ihr sicher den neuen Gatter habt. Schaut, dass ihr noch nicht kriegt, weil die habt ihr wirklich sehr, sehr lang. Ja, dann sind wir durch. Ich werde jetzt da wieder losmarschieren und dann in die Arbeit. Dann geht es ins Büro bei mir und passt. Also, bis zum nächsten Mal. Weitler sagt, pfiat denk und raus in die Natur mit euch. Servus.